Appels in 2 minuutje open. Hoch über Appenzell liegt der Sammelplatz. Der Ort, wo sich 1405 die Appenzeller zur Schlacht am Stoss versammelt haben. An dem geschichtsträchtigen Ort, mit Blick auf den Alpsteen, liegt die Landbäckerei Sammelplatz. Schau, da wird es backen. Schweine, Brot und Nase gehen haben. Seit über 80 Jahren und schon in 3. Generation wird hier feines Brot nach alter Tradition backen. Mit viel Liebe entstehen knusprig goldige Brot. Der Tradition verbunden, ausschließlich mit Mehl, Salz, Hefe und Wasser, geht so, wie schon der Grossvater gemacht hat. Aus frischer Milch vom Bauer nebendran und erstklassigem Weizen backt der Hans-Uli Fessler Brot in allen Ausführungen. Vom Kleingebäck wie Wickli oder Gipfel zum feinen Zopf an bis zum Fünfpfünden. Ein Grund, warum das Brot von der Landbäckerei Sammelplatz so gut schmeckt, liegt in der Verarbeitung, das Hebeln. Die Hefe schon am Abend vorher anzurühren und den Ruben zu lassen. Währschaft und mit viel Liebe und Zeit entstehen so die aromatischen Brot, die so knusprig und fein sind und erst noch lang frisch bleiben. Auch wenn noch alte Tradition backen wird, die Zeit ist hier nicht einfach still gestanden. In der modernen Backstube wird das Bäckerhandwerk in seiner ganzen Vielfalt gelebt. Vom Metenbrot oder einer Pizza bis zum Appenzeller Biber in verschiedenen Grössen und Formen. Kreativ und mit viel Liebe ist jedes Gebäck bei uns ein Einzelstück. Und anders als bei anderen Appenzeller Spezialitäten, weihen mit Leute auch gehen in unser Handwerk ein. Die feinen Produkte von der Landbäckerei Sammelplatz gibt es auch in der Gasse 17, dem Treffpunkt zumindest im Herzen von Appenzell, wo Tradition auf Moderne trifft. Im Restaurant fürs gemütliche Miteinander, über die Gasse, wenn es mal ein bisschen rasch muss gehen, oder auf den Drink, wenn es auch mal ein bisschen später da werden. Bei uns sind alle willkommen. Für den kleinen und den grossen Hunger, vom einfachen Salsitz, einem Appenzeller Mosbröckli, zu einer Käseplatte bis an zu Fleischgericht aus der Region und der ganzen Welt. Es hat für alle Nebis. Kochen, grillt und backen wird, geht von den Augen der Gäste, auf einem Feuer, auf dem Grill und im grossen Holzofen. Zum Schluss noch etwas Süßes zum Dessert oder als Geschenk für die daheim. Könnt Zonis in die Gasse 17, außergewöhnlich, speziell und vor allem einfach gut.